Leif Mattbircher. Das Jahr 2020 war für uns alle eine enorme Herausforderung. So wie wir sie an den letzten Jahrzehnten nicht kannten. Denn vom Jahr verbringen wir gerne mit Familie und Freunden, daheim oder auf einem feierlich dekorierten Krischmarkt. Dieses Jahr ist es mehr kompliziert, wenn nicht unmöglich. Und das wegen einem Virus, den wir alle in der Schad tun, an der sich zu enger Pandemie entwickelt wird, die uns Welt auf Kopf gestaltet wird. Die Regierung hat hier Responsabilität direkt überholt. Für ganz sicher können sie reagieren, hat sie am März den Etat der Krise für 3 Monate ausgerufen. Für Test sind den Zweiten Weltkrieg. Das war eine schwere Decision. Aber sie ist von der ganzen Chamber matt gedroht worden. Der Respekt von den desiderierten Mesuren ist zu einem wichtigen Amend für Solidarität für uns alle gehen, den uns gewiesen hat, dass wir zusammenhalten, wenn es drauf ankommt. Ja, uns Freiheiten sind zum Teil eingeschränkt gehen. Das ob einer Ader weiß, wie viel von uns es noch nie erlebt haben. Das Mesuren sind aber nötig, für uns Mitmenschen an uns selber zu schützen, also sie sind zeitlich begrenzt. Darüber wird weiter an der Chamber debattiert, weil es wichtig ist, den richtigen Equilibre zwischen strikten und minder strikten Mesuren zu finden. Das ist liebisch Demokratie. Nach immer sicher Forscher, Doktoren, Regierungen, wen Menschen so gut wie möglich protegieren kann. Es wird geschwinde wachsen. Die wird uns erlauben, nicht ein Leben ohne Angst für diese Infektion zu feiern, alles alles an die Normalität zurückzugehen. Das ist eine Hoffnung an ein Ziel. Aber wir brauchen Geduld. Leif Mattbircher. Mein erster Gedanke gehen denen Menschen, die durch den Covid-19-Leben verloren, an ihre Familien und Freunde. Es leidet der Grand Duchesse an mir Herz, denen, die der verstorbenen Nachstungen als tief Mattgefühl auszudrücken. Ein Gedanken sind mir auch bei denen, die momentan unter Symptomen vom Virus leiden, respektiv noch immer mit der Suite vom Virus kämpfen. Hinnen an all den anderen kranken Leid wünsche mir viel Courage. Nicht vergessen wollen wir natürlich die älter und vulnerable Personen, die dags allein daheim oder am Altersheim sind. In einer Sorge gilt der Kinder an der jungen Leid. Für sie ist es eine schwierige Zeit. Besonders, wenn die Jungs wollen rausgehen, mit Freunden feiern oder am Verein Musik oder Sport machen. All das ist schon bald ein Jahr lang nicht. Oder nur begrenzt möglich. Ein großes Merci will ich an die Enseignanten richten, die sich auch an die neue Situation müssen aufpassen, für unter denen speziellen Konditionen ihren wichtigen Beruf auszuüben. Ein weiterer Gedanke geht an die Mitbürger, die in Quarantäne oder Isolation sind. Wir alle kennen der Leid, und wir alle und probiert ihnen beizustehen. Das Krise sanitär, die unseren Alltag verändert wird, weist, wie fragil unsere Gesundheit ist, die physisch und die psychologisch. Aber wie wichtig ist das, dass wir am Gesundheitssektor gut abgestellt sind. An der letzten Monaten habe ich mit viel Leid aus dem Sektor geschwart. Frauen und Männer, die sich alltag ersetzen, für die Pandemie zu meistern. Ich hatte große Pläsier, Zeichen von ihrem Ersatz zu sehen. Es ist klar, dass die aktuelle Situation extrem schwierig ist. Den alltäglichen Druck auf euch ist enorm. A viele Doktoren, Infirmieren und Infirmieren, Soignante und Soignant leisten eine formidable Arbeit. Je veux dire à tous ceux, qui travaillent dans les métiers qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre société, un très grand merci
pour votre dévouement. Auch unseren deutschsprachigen Mitmenschen möchte ich von ganzem Herzen für ihren beispielhaften Einsatz danken. Ohne ihr Allegur geht es nicht. Leiflight, das ist Solidarität an dieser Gesellschaft, die wir am Moment brauchen. Ich bin impressioniert über den Zusammenhalt hier am Land, den nur schon so viel meint und hält. Als Wirtschaft konnte umlaufen gehalten gehen, war noch am Ralenti, aber mit viel Perten, besonders für die mehr Kleinbetriebe. Sektoren von der Horeca, dem Eventmentiel und von der Kultur sie besonders schon betraf. Viele Leute aus diesen Branchen haben hohe finanzielle Verluste gemacht und wissen nicht, wie es soll weitergehen. Da dort schon die Regierung Mesuren geholt hat, für den Unternehmen in den Term zu greifen. Die Repercussionen von der Pandemie auf unsere Wirtschaft werden nach einer Zeit anhalten. Das umso mehr, weil die Lützeburger Ökonomie stark von unseren europäischen Nachbarn und von der Weltwirtschaft aufhängt. Dafür ist es indispensabel, dass nach mehr auf europäischem Niveau zusammengeschafft wird. Am Ende von der Allgemeinheit ist es wichtig, dass wir an der Europäischen Union als Efforten mobilisieren. Ich konnte mich selber davon überzeugen, wie ich die Direktion General von der Santé und der Sécurité Alimentaire von der Europäischen Kommission auf der Kloster am Oktober besichtigt habe. Antworten auf die meisten Fragen finden nicht exklusiv um nationalen Plan. Auch hier bringt den blanden Nationalismus keine Antworten auf die vier. Aus dem Grund, als den Multilateralismus, für den Lützeburg sich noch immer stark gemacht hat, fundamental wichtig. Der Klimawandel bleibt eine Herausforderung für alle Länder und Regierungen auf der Welt. Pariser Aufkommen muss umgesetzt gehen. Es besteht Urgenz. Auch zu Lützeburg kriegen wir den Impact von der Klimakrise hautnah zu spüren. Hier kann all Einzelne von uns seine Responsabilität überholen und probieren, seinen Lebensstil so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Leif Matbirger, das Jahr 2020 wird euch sicher noch lang in Erinnerung bleiben. Für mich persönlich war es ein ganz symbolisches Jahr. Es sind 20 Jahre, dass ich Ehre Grand Duc bin. Das sind 20 Jahre, wo ich froh und hoffentlich bin, am Denkst von Land als seinen Matbirger dürfen zu stehen. Und das mit der Stab von der Grand Duchesse. Ich will euch alle gute Merci sagen für die Liebe, Glückwünsche und für ihr Vertrauen. Auch am Palais haben das Jahr eine Reihe Sachen geändert. Mit der Kreation von der Maison du Grand Duc wird die Monarchie als Institution für die Zukunft gestärkt. Es erlaubt mir, der Grand Duchesse, an den nächsten Generationen sich mehr auf die Substanz von unseren Aktivitäten zu konzentrieren. Leif Leit Allegur. Ein immens großes Fried für eine Familie war natürlich die Geburt von Prinz Charles. Der Prinz Guillaume und Prinzessin Stephanie sind seit dem 10. Mai hoffrisch Eltern. Ich wünsche dem kleinen Charles, seinen Eltern und uns alle gut, dass wir nächstes geschwind mit Zuversicht an Zukunft können gucken. Lassen wir uns an diesen Tag besinnen, an uns neu bewusst gehen, was wirklich zählt. Die Familie, die Freunde und eh für den anderen da zu sein. Ja, wir machen uns Sorgen, wenn wir rundherum uns gucken. Wir stellen uns Fragen, wie es soll weitergehen. Wichtig ist, dass wir nicht abgehen, dass wir uns selber leben und so eine Zukunft positiv gestalten. Den Abruf, den mein Großmann Grand Duchess Charlotte für einen viel mehr tragischen Hintergrund 1942 und Population gerichtet wird,
will dich haut wiederholen. Kommt, wir losen den Kap an diese schweren Zeiten nicht hängen. Leif Matbjerger, nur all deistet könnt Licht. Zusammen mit der Grand Duchesse, dem Prinz Guillaume, der Prinzessin Stephanie an alle Eisenkanner wünschen euch von ganzem Herzen Schäkrüchtig an all Gutes für ein neid, ein besseres Jahr 2021.